Neue Runde, neues Glück in Legion TD2. Hoffentlich heute ein bisschen bessere Performance als in der letzten Runde. Ich versuch's mal. Ich nehme wieder die Burg. Ich glaube, 47 Einkommen ist halt auch einfach so stabil, ne? Okay, das sieht eigentlich sehr cool aus. Ich würde auf jeden Fall den Meeresdrachen noch mit reinnehmen. Und das sieht an und für sich aber eigentlich sehr solid aus. Ich nehme den Gral tatsächlich als Start. Das ist ein guter Start, der ist in der Lage zu halten. Und da ist wahrscheinlich der Meeresdrache dann als kleiner Zusatz ganz nice. Meeresdrachen-Spam. Boah, guck mal, was wir, Alter, was wir an Healing haben. Wüstenpilger und Meeresdrache zusammen. Ultra strong. Und dann natürlich der strahlende Nimbus als kleiner Fernkampf-Carry. Auch vielleicht in Kombination mit dem Jünger und der Mana-Aura. Also es sieht ja erstmal ziemlich cool aus, ne? Gut, Tanks ist vielleicht ein bisschen... Ich habe nur den Gral mit seinen beiden Entwicklungsstufen und Nekomata, ne? Das ist nicht ganz so nice. Fanatischer Berserker. Okay, er hat Skins. Der Boy hat Skins. Das ist erstmal schon mal ein gutes Zeichen. Und sein Clan-Tagger ist einfach Ho. Alles klar, Digga. Perfekt. Ja, Skins hätte ich auch wirklich gerne. Ich bin ja mal gespannt, ob man die wirklich noch irgendwie freispielen kann oder ob man dafür unbedingt Geld bezahlen müsste. Aber also so sehr krank ist er jetzt auch nicht, ne, irgendwie. Also der ist jetzt nicht überkrass. Ich bräuchte eigentlich schon den Meeresdrachen als Addon dazu, kriege ich aber nicht. Ne, kriege ich nicht. Das schaffen wir nicht. Knapp. Und dementsprechend kommt stattdessen Nekomata noch dazu. Und selbst da bin ich sogar noch ein bisschen unter dem empfohlenen Wert. Also Gralstart, ja, vielleicht hätte ich mit Nekomata direkt anfangen sollen. Aber eigentlich ist es ganz nice, weil jetzt eine Nekomata noch dazu, kann ich immer schön hier füttern. Und dann dürfte das erstmal die ersten Level hier halten. Wie gesagt, so schnell wie möglich ein paar Meeresdrachen dahinter. Strahlender Nimbus für 10. Horizon. Einen Worker machen wir und danach grade ich Nekomata ab. Achso, dass ich den Dude vor allem an der Wand platziert habe, ist auch schon wieder lost, ne, den Gral. Das ist, der hat eine Aura. Der hat eine Aura und ich habe ihn an der Wand platziert, macht gar keinen Sinn. Oh, oh, das ist aber stark jetzt. Das ist aber richtig geil jetzt. Beide haben geleakt und zwar ordentlich. Doppelschnecke auf Level 2 ist scheinbar auch ein Spread. Oh, weit unterm empfohlenen Dings. Nicht gut. Take my spear. Und jetzt senden die... Oh mein Gott, Grobian? Ja, GG, Alter. What the fuck? Als ob er den Grobian hat. Auf 3. Die haben ja ihr ganzes Leben darauf gespart. Ja, jetzt liege ich top. Aber richtig hart sogar. Gut, das muss er jetzt auffangen da unten. Falls er das überhaupt hält. Er hat auch einen Grobian. Ne, er hält's auch nicht. Oh, ja, jetzt passiert das Gleiche, nur umgekehrt. Und das schallert jetzt sogar noch mal ein bisschen mehr. Also die haben es noch smarter gemacht. Und ich krieg schon wieder mein Scheiße, Digga. Das... Doch, jetzt muss ich mal ein bisschen was... Ich brauche jetzt den Meeresdrachen in der Backline. Ich weiß nicht, wie gut ich das finde, jetzt jede Runde was zu senden.
Vielleicht stattdessen lieber auch mal auf den Grobian sparen. Die können noch ein... Was? Noch ein? Ein Level später noch einer? What? Habe ich irgendwas verpasst? Oder hat der eine schon 10 Worker? The fuck? Wie hat der so viele Worker schon? WTF? Das ist actually insane. Wie kann man denn auf Welle 3 und Welle 4 jeweils einen Grobian senden? Der hat 100... Das ist okay, das ist krass. Also das ist ja richtig ordentlich. Das habe ich auch bisher noch nie erlebt. Also ich muss für gewöhnlich immer eine Welle auslassen mit Sendung, um in der nächsten in Grobian zu senden. Der muss ja richtig hart gespart haben. So, vollgefutterter Nekomata wird jetzt aber mal ausreichen, um hier ein bisschen was rauszuholen. Wieder scheiße, ey. Geht schon wieder nicht gut los hier alles. Jetzt ist die Frage, mache ich hier vielleicht lieber einfach eine Königsklaue, oder? Und in die Mitte die Aura. Ich kann ja noch einen zweiten Gral bauen. Ich sollte den mit der Aura wirklich in die Mitte bauen, sonst bringt es ja auch nichts. Dann nehme ich hier den anderen Entwicklungspfad Königsklaue. Dürfte auch eine starke Einheit sein. Worker, klar. Come on, Grobian. Einsiedler. Junge, die sparen aber auch wirklich an keiner Stelle da, was Lithium angeht. Das ist ja krass. Ich weiß nicht, wie man so viel Holz haben kann überhaupt schon. Wie viele Arbeiter haben die denn jetzt schon? Und halten aber gleichzeitig auch noch. Was haben die denn für Einheiten? Crab Warlock. Der hat irgendwie einen richtig aufgepumpte Qualle irgendwie. Ja, hart. Das sind die Profis hier jetzt. Da machst du ja gar nichts. Was ist denn das hier? Der hat eine Schirmqualle auch direkt zum Champion gemacht. Das ist vielleicht auch eine Taktik. Also eine Einheit, wo es vielleicht gar nicht so krass viel Sinn macht, trotzdem Champion zu machen. Einfach um am Anfang viel zu halten und dann mehr auf Holz zu gehen. Könnte auch eine Strat sein. Und damit haben wir jetzt schon unter 50. Das ist absolut GG hier jetzt. Das ist ja absolut GG. Alter, mal eine Welle, wo kein Cent kommt. Holy shit, dankeschön. Ich hätte halt schon sehr gerne jetzt den geupgradeten, ne, hier. Den Dude. Das wird nichts. Stattdessen könnte ich mir einen strahlenden Nimbus jetzt schon gönnen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber dann spare ich definitiv auf das Upgrade, weil wir brauchen auch ein bisschen Tanks halt vorne. Ich überlege sowieso gerade, ein paar Meeresdrachen bauen, ein paar Wüstenpilger bauen und danach vielleicht sogar rerollen, dann direkt auf einen anderen Tank noch, der ein bisschen weniger kostet auch vielleicht.
Ja, ich würde nur, ich würde gerne einen Worker machen. Der lädt aber auch wirklich absolut am Limit hier, ne, mit seinem Berserker. Ich brauche unbedingt jetzt noch das Upgrade. Für Level 10 halt. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen sparen. 144 Gold kriegt man auf Level 9 noch. Aber eventuell senden sie jetzt auch und dann verkacke ich vielleicht. 275 brauche ich auch sogar. Dann, ich platziere mal nur den Jünger und hoffe, dass 37 sind. Mit 96 Einkommen sind wir bei... Es könnte knapp reichen. Ich mache jetzt hier nochmal ein paar Upgrades. Ja, mal gucken. Ich glaube, das reicht. Das dürfte ganz knapp reichen. So, sobald wir nämlich hier erstmal jetzt die Mana-Regenerations-Aura noch haben. Dann in Kombination mit dem strahlenden Limbus, das war, glaube ich, ganz nice. Das war mir so klar. In dem Game enjoyen es einfach, glaube ich, sehr viele Leute mit dem neuen zu senden. Das ist scheinbar auch sehr, sehr effektiv. Sehr, sehr effektiv. Jetzt muss ich hoffen, dass ich das Geld irgendwie trotzdem noch zusammenkriege, ne? Sonst haben wir wirklich keine Tanks hier. Ich will halt auch mindestens immer noch einen Wüstenpilger oder zwei platzieren, bevor ich dann rerolle. Ich will ihn nicht jetzt schon wegmachen. Für einen Tank halt. Der ist auch irgendwie... Der hat auch einen Champion. Okay, die haben alle irgendwie... Die verfolgen eine ähnliche Taktik. Champion. Eine Early-Game-Einheit direkt schon zum Champion machen. Das ist deren Bonus. Aber ich krieg gleich meinen Bonus, kommt ja jetzt nach Level 10 erst gleich richtig zur Geltung mit dem mehr Einkommen. Jo, okay, das reicht. Dann mache ich jetzt die Königsklaue hier. 4k Leben, 2k Leben, Könnte auch immer besser laufen, ne? So überhaupt hält, ist halt auch krass. So viel Lithium habe ich jetzt auch nicht, 40. So, ich muss jetzt aufpassen. Ich muss jetzt schon Worker nachholen. Zwei Worker pumpe ich mal. Eigentlich müsste ich noch ein bis zwei mehr haben, theoretisch. Aber ich muss jetzt auch auf Level 11 aufpassen. Level 11 wird ekelhaft. Level 11 ist auch immer so schwer zu halten, finde ich. Statt ich nicht immer weiß, was ich überhaupt, ne? Hier vielleicht den Gral jetzt, den ich in die Mitte platzieren wollte, für die Aura vielleicht irgendwie. Keine Ahnung, er sendet hier ständig für Einkommen. Sollte ich auch mal tun. Das könnte... Ja, nee, es wird kein King League. Ich könnte jetzt nochmal Einkommen hochziehen. Ne, 100 Gold könnte ich mir jetzt nochmal geben. Aber ich nehme die Kampfnarbe. Müsste besser sein. Gral in die Mitte. Wüstenpilger. Die anderen beiden Slots möchte ich für strahlenden Nimbus noch freilassen. Reicht schon ein Wüstenpilger? Ach, scheiß drauf, Digga. Seeschlange? Ja, sind da super. Sind da nicht mal wirklich krasse mit dabei. Ich glaube, davon nehme ich nur die Harpyie und... Ja, ich will vielleicht noch mehr Meeresdrachen bauen, aber ich belasse es mal bei einem Wüstenpilger. Ansonsten noch mehr Meeresdrachen für die Heilung. Alter, was? Wie viele Dinos? Bro, what the fuck? Wie viele Dinos waren das bitte gerade? Holy, das ist ja wirklich krank. Gegen was für Götter spiele ich denn hier? Wer kann denn auf Welle 11 4 Dinos senden? 300 Medium müsste das ja sein oder so, circa. Das ist schon, das ist hart. Das ist schon wirklich hart. Er hat auch geleakt, nee, nee, die Runde gewinnen wir nicht. Die Runde gewinnen wir definitiv nicht.
Lebensbinder, ja. Sollte ich mir eigentlich auch mal echt holen hier jetzt, ne? Oder aber Bogen der Gerechtigkeit jetzt erstmal kommen. Ich schalle jetzt den Bogen der Gerechtigkeit rein. Der muss jetzt DPS-technisch absolut carryen. Und hier jetzt unbedingt Wächter der Meere mit der Aura. Aber ist ja auch nur Widerstand gegen magischen, gegen magischen Damage. Das bringt mir auf Level 13 zum Beispiel gar nichts. Aber ist halt noch vielleicht ein ganz guter Tank vorne. Ich liege einkommenstechnisch nicht wirklich weit hinter ihm. Der zweite Lebensbinder geht nicht, da fehlt ein bisschen was. Achso, warte mal. Ah, scheiß drauf, ich mach den jetzt trotzdem, der ist gut für diese Runde, also mache ich den. Vielleicht Welle 15 senden oder so, ich weiß es nicht. Oder was? Aber hat er das wirklich genau so getimt? Weil das war schon ganz interessant. Sah so aus, als ob er es in dieser Welle noch hätte schicken wollen, aber ganz kleines bisschen zu langsam war. Okay, damage-technisch carried auf jeden Fall der Bogen der Gerechtigkeit wieder ordentlich rein, muss ich schon sagen. Kalter sogar. Das ist schon mal sehr gut. Dann sind ich jetzt halt auch so ein Ding hier, ne? Magie ist nicht gut, diese Welle. Stattdessen mache ich jetzt das hier. Und die Mana-Regenerationsaura kann jetzt auch sofort erstmal zuschlagen. Vielleicht ansonsten einfach noch ein Gral, noch ein noch eine Königsklaue. AOE. Bisschen Tankiness. Ist auch okay. Ich habe ja auch nicht wirklich was anderes, was ich in die Frontline stellen kann, ne? Also tanktechnisch Arsch aufgestellt irgendwie. Da hatte ich auch einfach ein bisschen Einheitenpech. Achso, ja gut, auf der anderen Seite, ich sehe auf Welle 14 sehr, sehr oft einfach nur einen Siedler. Also viele Leute senden einen Einsiedler auf 14, vielleicht war es dann auch gewollt von ihm, auf 14 einfach den Einsiedler zu schicken. Kann schon durchaus sein. Die Crab Warlock Spamming Taktik schlägt wieder zu. Ich brauche so schnell wie möglich noch mehr strahlende Nimbusse. Drei oder vier Stück davon zu haben und dann clearst du die Wellen halt einfach wesentlich schneller. Jo, kann ich gleich zwei Stück von bauen. Ja, und dann noch ein Worker, klar, warum nicht. Oder Harpyon-Spam, genau. Upgradete Harpyon einfach zu spammen ohne Ende. Das hatte der Maid gemacht. Das war auch gar nicht mal so schlecht. Selbst wenn dann die Frontline stirbt, dann greifen die immer schneller und schneller an und dann war das ganz geil. Ich warte auf 16 Cent. Ich sollte jetzt nicht einen Worker pushen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auf 16 ankommen.
Reload. Wollte gerade sagen, also wenn die hier nicht mal liegen, ach, das ist auch nix hier, ne? Das ist nix, was die hier geleakt haben. Ein Fliegenschiss ist das. Ich meine, das ist schon Damage, das darf man nicht vergessen. Das ist schon ordentlich Damage, jetzt sind sie unter uns vom Leben her, aber jetzt ist halt die Frage, ne? Die werden jetzt auf 16 werden die wieder reinpumpen und das ist so ein krasses Level. Das ist halt die Frage. Mehr Tanks halt, ne? Mehr Tanks, mehr Tanks, mehr Tanks, noch ein Lebensbinder. Eventuell hätte ich auch einfach ein paar Harpien bauen sollen, aber es ging mir jetzt wirklich so ein bisschen um Frontline. Digga, ich bin immer noch 500 unterm Wert. Sag mal, ist das so ein fetter Sprung hier schon wieder? 500 ist es doch nur. Ja, aber nicht jetzt, nicht... Ja, aber nicht der hier jetzt. Aber jetzt hat er in der allerletzten Sekunde hat er nochmal alles geschickt. Ja, super. Und die haben einen Stichler. Ja, GG. Digga... Er entscheidet sich in der letzten Sekunde, dass er hier auch senden will. Ja, soll ich das Gedanken lesen oder was? Ja, das ist absolut GG. Das ist absolut GG. Dass da noch ein Stichler und ein Vierauge ist, aber auch wirklich wild. Das ist absolut GG. Holy fuck. Ich meine, ganz ehrlich, je nachdem, wie viel der jetzt hier gehalten hätte, na okay, nee, also das hätte die hier auch gekillt, definitiv, wenn der andere jetzt nicht gehalten hätte, aber ich glaube, der hätte so oder so gehalten. Dennoch, GG.